Hallo, liebe Dyson Digital Slim Fans. Ich habe hier gute Neuigkeiten für euch. Und zwar kennt ihr, glaube ich, alle das Problem, dass beim Dyson gerne mal der Filter rausfällt und nicht richtig hält, was man natürlich bei so einem teuren Gerät eigentlich erwarten dürfte. Mich selber hat es so tierisch genervt, in dem halben Jahr, in dem ich diesen Staubsauger jetzt benutze, dass ich bei der Dyson Hotline angerufen habe. Und natürlich ist denen das Problem auch bekannt, weil ich nicht der Erste bin, der deswegen anruft. Und zwar gibt es einen anderen Filter. Das ist der Standardfilter. Der hat halt oben eine Gummilippe. Und das ist der neue Filter, den auch die neueren V6 Fluffy Modelle haben. Der hat zwei Gummilippen. Und dieser Filter fällt nicht mehr raus. Im Grunde genommen ist der Aufbau komplett identisch. Das Einzige, woran man unterscheiden kann, ist halt wirklich an der oberen Gummilippe beziehungsweise an den beiden oberen Gummilippen. Dieser Filter passt jetzt wunderbar hinein. Das merkt man auch schon beim Reindrücken, der kommt nicht mehr von selber hoch. Den steckt man satt rein, der bleibt drin. Und ich kann mit dem Staubsauger machen, was ich will. Der Filter bleibt da drin. Er kommt nicht mehr raus. Das heißt, beim Beutel ausleeren, ich bin ja gesagt, beim Behälter ausleeren oder so, fällt einem nicht mehr der blöde Filter in die Mülltonne. Und das Ganze hat mich auf Garantie nichts gekostet. Also ruft da an, beschwert euch, solange ihr Garantie habt, bekommt ihr kostenlos einen neuen Filter. Und für die, die keine Garantie mehr haben, die Ersatzteilnummer ist dieselbe geblieben. Das heißt, sie haben es einfach modellgepflegt, das Teil. Und ihr müsst einfach nur darauf achten, wenn ihr im Zubehörhandel diesen Filter kauft, nicht, dass ihr noch einen alten Ladenhüter kauft, achtet auf diese zweite Gummilippe hier oben. Und dann seid ihr dieses lästige, nervige Problem los. Das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem Gerät. Ciao.